nennt ihn den Schneesturm des Jahrhunderts. Der gesamte Bezirk South Park wird mit Schnee überschüttet und es wird noch mehr erwartet. Aus der ganzen Stadt werden Unfälle mit mehreren Autos und Stromausfälle gemeldet. Oh Schatz, zum Glück bist du in Sicherheit. Mom, hast du gesehen, wie krass es draußen schneit? Ja, Schätzchen, und es wird schlimmer. Heute gibt's doch bestimmt schneefrei. Die Schule fällt raus, oder? Noch haben sie nichts gesagt. Der Sturm ist noch heftiger geworden. Ich stehe hier an Starksteich, der komplett zugefroren ist. Und ein Tankwagen ist ins Eis gekracht. Es gibt mehrere Opfer. Mehrere Opfer? Die Schule fällt aus, ich weiß es einfach. Eric, das ist sehr ernst. Hier wird es einfach immer schlimmer, Tom. Der Sturm lässt überhaupt nicht nach und angesichts der Schneemassen und der vereisten Straßen steht uns eine katastrophale Nacht bevor. Oh Gott, die Schule wird ausfallen. Fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, geh wieder ins Bett. Aber ich muss nicht ins Bett, weil ich nicht aufstehen muss. Das wissen wir nicht, Eric. Das sehen wir morgen früh. Gott, bitte. Bitte. Mach, dass es wieder schneit. Mehr als je zuvor. Bitte, Gott. Bitte nur dieses eine Mal. Verarsch mich nicht. Mindestens 20 Menschen sind tot, Tom. Es gibt Berichte von gefrorenen Wasserleitungen und sogar gefrorenen Leichen. Und fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, es ist furchtbar. Die Stadtverwaltung warnt, dass sogar Ersthelfer heute zu Hause bleiben werden. Die Straßen sind unpassierbar. Nirgendwo gibt es mehr Klopapier. Was ist mit der Schule? Die Stimmung ist wirklich apokalyptisch. Passt alle gut auf euch auf, bitte. Du willst mich doch verarschen. Oh, und wir haben gerade erfahren, dass alle Schulen heute geschlossen sind. Ja! Ja! Die Schule fällt aus! Schneefrei! Heute keine Schule, keine Schule, heute keine Schule! Ich bin in ein paar Stunden wieder da, Mom. Dann hätte ich gern was zu futtern. Wo willst du denn eigentlich hin? Ich gehe raus und spiele mit meinen Freunden. Das ist nicht sicher, Schätzchen. Mom, wir haben schneefrei. Das ist ein magischer Tag im Leben eines Kindes. Es ist so schön. Keine Schule, Leute. Keine Schule. Komm schon, wir haben schneefrei. Komm schon, Butters. Los geht's denn. Schneefrei, Leute. Hey, Neuling. Neuling, ich red mit dir. Da bist du ja. Komm schon, Neuling. Ab in die Klamotten. Wir haben schneefrei. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play South Park Snow Day. Ja, am 26. März 2024 erschienen nach Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit und Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, kommt hier der dritte Teil von den South Park Game Studios, dennoch diesmal von Question entwickelt und es ist ein 3D-Action-Adventure statt ein, nennen wir es, 2D-RPG. Ob das so sinnvoll ist, ne, du sollst zu Hause bleiben, du hast keine Schule, weil es so schlimmes Unwetter ist. Und er nutzt es, um draußen zu spielen. Ja, das ist ein bisschen sinnentfremdet. Aber dann schauen wir doch mal, wie wir uns kleiden wollen. Ja, wollen wir jetzt ein bisschen mehr magisch aussehen oder ein bisschen mehr fantasievoll? Oder realistisch? Ich glaube, wir bleiben ein bisschen absurd. Oh, so mit Kopfhörer? Ist doch stark, ne? Was ist da? Kann ich drehen? Ach ja, damit. Also, für PlayStation 5, Xbox Series,
PC und für Nintendo Switch. Von der Switch-Version jedoch wird abgeraten. Ich trage Kopfhörer. Egal, dass das kalt ist. Ich brauche meine Kopfhörer. Dann sieht man auch meine Frisur. Das sind die typischen Charaktere. Ich bin ja großer South Park-Fan. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen die ganzen Staffeln nachgeholt und kenne jetzt alle Folgen und bin wieder auf dem neuesten Stand. Auch die ganzen Specials, ne? Corona-Special, Post-Covid, Post-Covid, The Return of Covid. Und wie sie alle hießen. Na gut, die Frisuren sind jetzt alle nicht so krass. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, nehme ich das. Okay, nimm das. Kann man da unten die Farben? Wie komme ich denn? Ah, das ist meine Hautfarbe. Das hat ja echt Kritik geerntet, wenn ihr euch entsinnen könnt. Da gab es so einen kleinen Gag in direktakulärer Zerreißprobe. Von wegen, je dunkler der Hautton, desto schwieriger das Spiel. Das war ein bisschen als Witz gemeint, ne? Nach dem Motto, man hat's nicht leicht. Und das hat wirklich Leute angepisst. Haarfarbe, okay. Wie kann ich... Ein bisschen merkwürdig, einfach der Ton. Grüne Haare, Alter, das ist... Greenscreen Dream LP, oder? Schon ein bisschen. Ich habe grüne Haare, natürlich. Freilich, Giftgrün, so. Da sind wir dabei. Bleibt das jetzt, ja? Ja, aber die Meinung geht auch auseinander bezüglich dieses neuen Spiels. Soll aber auf jeden Fall nicht besonders lang sein. 5 kleine Kapitelchen. Da weiß ich auch nicht. Also da kriegt man im Laufe des Spiels, glaube ich, noch mehr Cosmetics, die dann hoffentlich auch ein bisschen interessanter sind. Gesichtsmerkmale. Welchen Pflaster oder ein blaues Auge, Sommersprossen, der Bart in grün. Ja, warum nicht? Den könnte ich mir ganz gut vorstellen. Oh, so ein Schnorris. Ja, was ein Backenbart. Das sieht aus, als hätte ich einfach Gras im Gesicht. Das können wir leider nicht machen. So sehe ich aber badass aus, oder? Wollen wir jetzt lieber... Ich nehme das, komm. Haben wir gepostert. Zubehör. Okay, das würde zum Snow Day passen eigentlich. So eine Skibrille, aber das ist... Ich will nicht sagen cool, aber ich weiß gar nicht... Sportsonnenbrille heißt das. Jo. Können wir wohl noch im Laufe des Spiels ändern. Emotes. Ist ja Quatsch, ne? Soll das jetzt so Fortnite-mäßig irgendwelche Dances sein? Ja, weil das halt Online-Multiplayer ist. Wir werden gleich mit Randoms zusammengesteckt, I guess. Das sind unsere Teammates. Weiß nicht, ob ich die jetzt unbedingt brauche, so... Ich würde das einfach erstmal belassen. Und mich aufs Spiel konzentrieren und dann kann ich immer noch. Sei vorsichtig da draußen, Schatz. Viel Spaß mit deinen Freunden. Das war die Mutter. Hallo, mein Gehilfe. Ich bin der große Zauberer. Uns erwarten heute viele Schlachten. Ach ja, seit du das letzte Mal gespielt hast, mussten wir alle Regeln ändern und neu anfangen. Weil jemand total OP wurde. Du musst also in die Schule und mit dem Hüter der Regeln sprechen. Ich bin immer noch das neue Kind aus Stab der Wahrheit. Es hätte sein können, dass ich ein neues Kind bin. Der Hüter der Regeln. Also das vom Setting... Triff mich auf dem Dach, Neuling. Wir müssen dich auf den neuesten Stand bringen. So, ich tue nur... Also ich habe immer die Perspektive, Kamera. Ich habe in den Optionen auch umgestellt, dass es auf Deutsch ist. Normalerweise war es auf Englisch. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Meine Güte, über Nacht ist einiges runtergekommen. Ich hüpfen, springen irgendwie? Scheinbar noch nicht. LR. Ja, ihr habt ganz schön zu kämpfen. Ich meine, in South Park liegt immer Schnee. Es gab eine neuere Folge, wo es Sommer war. Dann lag ausnahmsweise mal kein Schnee da. Jetzt haben wir das exakte Gegenteil. Oh, sieht grafisch aber ganz okay aus bis hierhin, finde okay, ich. Die Regeln sind einfach. Menschen hassen Elfen und Elfen hassen Menschen. Jetzt geh und such dir Waffen und Ressourcen und triff mich auf dem Schuldach. Los! Ich weiß nicht, was die hier alle vorhaben. Sein Auto bleibt... Ich würde erstmal das Schnee, den Schnee da entfernen ums Auto herum. Just saying. Die Grundschule! Ich würde gerne, kann ich Optionen, die Empfindlichkeit noch ein bisschen...
beim Umschauen ein bisschen runterstellen. Das ist mir zu hektisch. So. Ja, besser. Besser, besser, besser. Wirklich. Da kann ich wohl noch nicht lang. Weil da soll ich noch nicht lang. Ja, und ich würde sagen, ob ihr South Park kennt oder nicht, ob ihr die Vorgängerspiele kennt oder nicht, wir werfen mal einen Blick. Achso, wir können gar nicht in die Schule rein. Aufs Dach gibt's hier Wege und Mittel. Gucken, was hier alles gibt. Ja, vor allen Dingen gab's halt, habe ich das schon erwähnt, einen 8 GB großen Patch. Day One Patch. Und ich mir halt auch schon denke, mal schauen, jetzt habe ich Butters nicht gut zugehört. Ich kann hier auch nicht durch. Unsichtbare Wände. My bad. Ich soll auf das Dach kommen. Ich kann aber nicht zur Schule rein. Dann gehe ich doch außen rum oder auf die andere Seite. Ich kann auch gerade nicht schneller laufen, nicht springen. Das sieht alles noch sehr unbeholfen aus. Das geht auch nicht hoch. Dann versuche ich mal weiterzugehen. Frag mich Sachen. Versteck dich im Tiefschnee, bevor du dich vor feindlichem Beschuss zu schützen und dich zu löschen, wenn du im Brand gesteckt wurdest. Bleibst du jedoch zu lange im Tiefschnee, frierst du, was dich verlangsamt und Schaden verursacht. Ich dachte, das wäre eine Barriere, dass ich hier nicht durchlaufen soll. Kann man fehlinterpretieren. Na gut. Der Zauberer sagt, dass Klopapier im Moment wertvoller ist als Gold. Sammel etwas ein, Neuling. Schatz öffnen. Neuling, du kannst das Klopapier wie echtes Geld benutzen. Kauf damit eine Waffe. Klopapier ist hier die Währung. Dann kommen wir da auch noch bekannt vor aus gewissen Zeiten. Ah, jetzt darf ich springen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Habe ich schon vermisst. Schöne Waffen zu verkaufen. Tolkien. Such dir eine Waffe. Also lass mal vorsichtig sagen. Die neuen Folgen haben erklärt, dass er in Wirklichkeit Tolkien heißt. Benannt nach dem Schriftsteller von Herr der Ringe. Also das ist auch eine wilde Sache gewesen, die Figur umzubenennen. Gut, du bist jetzt bewaffnet, Neuling. Jetzt schalte diese Schneemänner aus, um zu zeigen, dass du kampfbereit bist. Jo, einfach. Na gut. Ziemlich cool, Neuling. Ziemlich cool, Neuling. Und was das Beste war, fand ich einfach dieses Special, wo die alle erwachsen waren, irgendwie 30 Jahre in der Zukunft. Du hast es ihm gezeigt. Und die in der Gegenwart erwachsen sind alle alt geworden und die Kinder sind alle erwachsen und... Mach weiter, um deine erste Kraftkarte zu bekommen. Hey Neuling, komm mal her. Was ist los? Wähle dein Upgrade. Schön, Neuling, aber bei diesem Spiel musst du auch Karten benutzen. Jede Karte ist eine neue Fähigkeit. Furzflucht üblich. Bring dich mit deinem Furz in Sicherheit und ekel dabei Gegner an. Kräfte sind besondere Fähigkeiten, die du neben deinen Waffen einsetzen kannst. Deine erste Kraft hast du bereits erhalten, aber später kannst du bis zu 2 Kräfte auf einmal ausrüsten. Schalte Kräfte frei, indem du Meilensteine erreichst und South Park erkundest. Ich diese Karte als deine Lizenz zum Furzen. L1. Gut gemacht. Nutze deine Kraft, um die Kante zu erklimmen. Großartig gefurzt, durchlaucht. Komm schon, auf in die Schule. Durchlaucht? Als ob ich so heiße. Triff mich auf den Dach, Neuling. So, jetzt sind wir doch in die Schule gegangen. Ich dachte, du wolltest nicht hin. Ich weiß, dass die Schule zu ist, aber ihr solltet zu Hause sein und dort lernen. Und jetzt ab nach Hause und wir sehen uns auf Zoom. Also, ja, wir sehen uns auf Zoom. Hättest du gerne? Snow Day, Dude. Siehst du die Elfenkinder da oben? Schnapp sie dir! Denk dran, Menschen hassen Elfen! Immer auf die Ohren achten. Aber das sind doch... Schlag sie, bevor sie dich schlagen, Neuling. Das sind noch kleinere Kinder. Oh, Moment, Leute. Der Neuling weiß doch nicht, wie man ausweicht. Und sag's mir doch. Nutze Kreis, um Angriffen mit einer Ausweichrolle zu entgehen. Beim Ausweichen bist du unbesiegbar, aber Vorsicht. Das Aufladen dauert eine Weile. Okay, das Spiel beginnt. Das war ein tolles Ausweichmanöver. Oha. Wir noch am Probieren. Ja, wenn du Kreis drückst, passiert dir quasi nichts. Es sah in den Trailern immer sehr chaotisch aus. Das Spiel hier werden wir Stück für Stück rangeführt. Sie
Süß, das war toll. Du hast voll ins Schwarze getroffen. Das war klasse. Er bewegt nicht mehr den Mund. Tracy von Pokémon. Vorsicht, das sind ein paar Elfen. Nimm den Bogen, Neuling, und erledige sie. Du musst immer nach unten drücken. Benutze deinen Bogen, um sie auf Distanz zu treffen. L2. Hey, was soll der Scheiß? Feuer erwidern! Okay, aber mit der Bewegungssteuerung des PS5-Controllers. Nice. Das macht's recht präzise. Wenn man das nicht permanent benutzt wie in Splatoon. Das ist eigentlich eine feine Sache, finde ich. Guter Treffer! Elf mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Gute Arbeit. Jetzt kann ich deine Ausbildung abschließen. Na gut. Okay, sehr schön, Leute. Du hast Ressourcen gesammelt, Waffenfertigkeiten erworben und den Umgang mit Karten geübt. Jetzt ist es Zeit für einen letzten Test. Hey, du wolltest mich sehen? Wer ist dieses Kind? Spielt sie? Nein, noch nicht. Sie müssen einen letzten Test bestehen. Okay, Neuling. Mach ihn fertig. Was? Los, mach weiter, Neuling! Tritt dem Elfen in den Arsch! Der Elf ist im gegnerischen Team! Schnapp ihn dir! Gut, hinterher. Ich kann den Furz aber auch nur vom Boden aus starten, nicht in der Luft. Zum Sprinten! Kreis gedrückt halten, während du dich bewegst. Ja. Ging vorhin noch nicht. Ist das der Tiefschnee? Nee. Mich ausgetrickst. Warum kommst du nicht hierher und ich bring dir etwas über das Heilen bei? Klingt gut. Mit dieser Karte wirst du wieder ganz gesund. Also, Heiltotem. Üblich, platziere ein Totem, das dich und deine Verbündeten für kurze Zeit heilt. Diese Heilkraft wird dich wieder gesund machen. Au! Gut gemacht. Du musst angepisst sein, indem du Schaden verursachst oder nimmst. Wenn du noch nicht genug angepisst bist, verprügel einfach weiter deine Gegner. Angepisst. Du kannst Kräfte nur einsetzen, wenn du angepisst bist. Wortwörtlich, oder? Die Anzeige erhöht sich, wenn du Schaden nimmst oder verursachst. Also nicht unbedingt. Der Einsatz von Kräften senkt die Anzeige etwas. Wenn du keine Kraft einsetzen kannst, benutze deine Waffen, bis du wieder angepisst bist. Hier kommen noch ein paar Elfen. Das macht dich wütend, Neuling, nicht wahr? Alter. So, und jetzt kann ich... Ich heil dich, wenn du Probleme hast, Neuling. Der muss kotzen vor meinem Furzen. Ja, heil mich mal bitte. Ich dachte, in diesem Bereich werde ich... Bin ich zu weit weg davon, oder? Meine Energie ist voll, aber der angepisst leistet. Na gut. Kindergartenkiller. Ja. Komm schon. Jetzt ekel ich damit auch wieder an. Es ist noch ein bisschen herausfinden, Freunde. Komplett neu. Sorry, Jimmy. Stehst halt ungünstig im Weg dabei. Gute Arbeit, Neuling. Wir geben dir ein Upgrade, Neuling. Als der reisende Bade des Schicksals kann ich eine deiner Kräfte oder Waffen verbessern. Diese Karten verbessern deine Waffen. Ist ein bisschen komplex. Was wird verbessert? Böses Blut? Furzflucht verursacht 30% mehr? Und zieht Gegner heran? Eine Gaswolke, die 8 Sekunden bestehen bleibt? Wirst du noch angepisster? Ich nehme einfach mal die Wolke, damit ich ein bisschen besser erkennen kann, wo das auch ist. Ja, kommt noch mehr. Na bitte. Erfüllt doch wohl seinen Zweck. Die sind am Kotzen im großen Stile. Die Karten sonst noch können? Die Karten werden zufällig verteilt, aber unter uns, für etwas KP kann ich sie neu mischen. Probier's aus. Mischen?
Für ein bisschen Klopapier. Aufwerten. Jetzt kann ich wieder ein Upgrade wählen. Anscheinend nicht. Anscheinend muss ich das jetzt machen. Hör zu, Neuling. Nicht alle Upgrades sind gleich. Deshalb haben wir ein Seltenheitssystem, das dir sagt, wie stark es ist. Je höher die Seltenheit, desto höher die Macht. Wirklich seltene Karten helfen dir, deinen Feinden in den Hintern zu treten. Der Hüter der Regeln legt die Seltenheiten fest. Aber für ein wenig KP kann ich die noch mächtiger machen. Alles für Klopapier. Alle Upgrade-Karten haben eine Stufe und eine Seltenheit, die jeweils einzigartige Vorteile mit sich bringen. Jimmy kann die Seltenheit gegen eine Bestechung mit Klopapier aufwerten. Premium-Pakete, die in der Welt gefunden werden können, erhöhen die Kartenstufe. Also, der Verzehr von Käsebällchen erhöht deine maximale Gesundheit. Ist das krass? Doppeltreffer mit dem Bogen löst eine Explosion mit 4 Schaden auf 3 Meter aus. Das klingt doch noch besser, oder? Andererseits benutze ich den Bogen nicht. Ich benutze halt die ist jetzt die bessere Karte. Und ich verbessere sie vorher. Da hast du es. Such dir was aus, Neuling. Oh, ja. Und Neuling, behalte das mit dem KP für dich. Das ist ein einzigartiges Angebot. Fantastisch. Du bist voll aufgedreht. Gib's ihm. Ja, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, ne? Da muss man einfach sagen, wie es ist. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Muss noch rausfinden, wie ich diesen Furz-Schwebezustand abbrechen kann, so ein bisschen. Mal gucken. Okay, ja, mit Viereck. Ich meine, diese Spiele leben ja auch von den ganzen Anspielungen und Easter Eggs. Wie unfair, dass der Neuling keine Verbündeten hat. Neuling, diese anderen Kinder werden auch Menschen sein, okay? Wenn die Sitzung nicht aus 4 Spielern besteht, tauchen diese Verbündeten auf und helfen dir im Kampf. Sie verschwinden, sobald der Kampf vorbei ist. Sollte irgendwann ein weiterer Spieler die Sitzung betreten, tritt einer der Neulinge aus, um ihm Platz zu machen. Jetzt schlagt euch wieder. Da sind die Neulinge. Ich gehe mal davon aus, dass es hier im Tutorial auf jeden Fall noch CPUs sind. Scheiße! Ich rufe Vampire! Gegner hat eine Vampir-Kinderkarte. Ja, Gegner Bullshit. Feindliche Anführer können während eines Kampfes Bullshit-Karten ausspielen, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Bullshit-Kräfte können zwar nur wenige Male eingesetzt werden, sind aber für mehr sehr mächtig. Soeben hat Kyle einen seiner Elfenschwämmer zu einem Vampir aufgerüstet, mit erhöhter Gesundheit und neuen Angriffen. Oh, Sie haben meine Bullshit-Karte gespielt. Das heißt, dass Sie etwas schummeln können. Du bist ein Neuling. Hast du ihn gezeigt. Und jetzt gehen wir zurück und spielen das Spiel richtig. Okay, Neuling. Die Ausbildung ist abgeschlossen. Du hast diese Typen ziemlich gut geschlagen. Jetzt kannst du mit deinen Freunden spielen. Klingt, als wäre das Tutorial zu Ende. Buch der Gesetze nur ein Tipp. Kurze Ladezeiten. Alter Cooper. Also wie du siehst, mussten wir das Spiel ändern, weil irgendein Arschloch, dessen Namen wir nicht nennen, unbedingt allmächtig werden und den Stab der Wahrheit ruinieren musste. Und dann wollte jeder allmächtig sein und niemand konnte mehr sterben. Dann haben wir Superhelden gespielt und was ist passiert? Derselbe jemand wurde wieder krass OP und hat das Spiel wieder versaut. Sorry. Und weil wir wegen dieser Person einen Haufen beschissener Regeln aufstellen mussten, über die sich dann alle gestritten haben, gibt es jetzt schon wieder Krieg. Denk dran, mit dem neuen Kartensystem bist du nur so stark wie die Karten in deiner Hand. Und am Anfang bekommst du nur 2, damit du nicht wieder OP wirst. Ruinier's nicht wieder. Aber wem sag ich das? Okay. Auch wenn du theoretisch der König bist, musst du dich an die neuen Regeln halten. Wir sind hier in Amerika. Du bist also der König von 2 Karten. Glückwunsch. Jetzt hör zu. Clyde hat Informationen, dass die Elfen einen Großangriff auf unser Königreich vorbereiten. Sie wurden in der Nähe von Starks Teich gesichtet. Wir müssen sie töten, bevor sie uns töten. Und Neuling, diese Mission wird echt gefährlich. Ich gebe dir noch ein paar Kinder mit, die auch gerade hergezogen sind. Aber vergiss nicht, du bist der echte Neuling. Die anderen Neulinge arbeiten für dich. Es kommt nur auf dich an. Du bist der Oberboss. Ich werde euch allen Nummern zuteilen und das völlig willkürlich. Es kann sein, dass du nicht die Nummer 1 bekommst. Aber für mich bist du immer noch der beste Neuling. Du bist am wichtigsten, auch wenn du Nummer 4 oder so bist. Viel Glück. Okay, Neuling. Du weißt jetzt, wie man spielt und hast keine Ausrede mehr für Regelbrüche.
Bin ich ja mal gespannt. Ich will jetzt auch keinen mit meinem Partende irgendwie vor den Kopf stoßen. Kannst du dich abschießen lassen, wenn du nicht mal weißt, wo gekämpft wird. Ich bin im Castel Cooper. Deswegen machen wir es immer ganz entspannt. Was sagt ihr eigentlich zu dem neuen Grafikstil? Also, wenn es 3D sein muss, dann finde ich das eigentlich ganz gut gemacht, so wie es aussieht. Ja. Okay, ich bin noch nicht irgendwie online gerade im Moment. Wie es scheint. Wenn es unbedingt online sein muss, dafür sieht es ganz gut aus. Auch die Animation eben, also Cartman, das sind die typischen South Park-Bewegungen und sogar flüssig und smooth. Entschuldigung, das muss irgendwie sein. Rennen kann ich so. Schöne Kleider zu verkaufen. Der Bazar. Hallo, Tweak. Bist du wieder das Spiel versauen? Alle rechnen damit. Es tut mir doch leid. Tweak und ich für den Laden gemeinsam. Er macht die Finanzen. Die sind ja zusammen, die beiden. 50 Punkte? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber man fragt sich, muss es überhaupt sein? Ich fand genau das eben so genial an Stab der Wahrheit und spektakuläre Zerreißprobe, dass es aussah wie in der Serie. Gut, bevor wir mit Cartman reden, was womöglich das ganze Abenteuer richtig starten lässt, würde ich sagen, das war die Einleitung in das neue Let's Play. Schaut das nächste Mal vorbei, soll wie gesagt deutlich kürzer sein, deswegen einfach mal gönnen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und eure Meinung, euer Ersteindruck zum Spiel, auch wenn es im nächsten Part erst so richtig losgeht. Freunde, dann nicht verpassen, Like da lassen und bis dann und ciao!